Hallo und herzlich willkommen zurück in Let's Play Dark Souls 2 Crown of the Sunken King. Ja, was haben wir eigentlich in der letzten Episode so getrieben? Unser Ring of Life Protection, den haben wir noch, ist gut. Wir waren... Oh, da hinten ist immer noch das andere Bonfire, ne? Schön. Ist das Bonfire, was wo ich vorher dran gesessen habe? Ja, müsste, ne? Ja, es ist. Ja, wir waren hier unten in der Höhle, Grotte, was auch immer unterwegs und mal gucken, ob ich das jetzt nochmal hinbekomme hier. Cave of the Dead. Ja, ich habe auch schon etwas länger wieder nicht mehr gespielt. Weil ich ja das Wochenende auch weg war. Ne? Also vergebt mir bitte, falls das jetzt nicht mehr ganz so gut hinhaut. Na, hört es? Ja, da kommt doch schon einer. Und wie er kommt. So. Warum hat ihn das jetzt nicht umgehauen? So, mal kurz um die Ecke hier. So, das war jetzt auch kein Backstab, aber gut. Soll uns ja egal sein. Da drüben steht noch einer. Na komm, mein Freund. Machen wir erstmal die Viecher um. Na, willst du wohl herkommen? Lanzenpenner. Ja, ne, so war das geplant. So. Lums. Und zack. Ja, jetzt ist nur die Frage. Try dashing through hier runter. Ja, jetzt ist halt eben die Frage, wo gehen wir runter? Also ich glaube, da unten können wir mit dem Bogen ganz gut machen. Ja, da... Der Penner hat auch einen Bogen. Und der trifft mich nicht von der Position, wo er steht. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Machen wir erstmal Bogenmensch hier weg. Jetzt habe ich natürlich nach hinten geschoben. Jetzt trifft er mich natürlich. Aber jetzt ist es auch zu spät. Und dich wollen wir natürlich auch umbringen. Na komm. So. Okay, jetzt hau ich auch noch. Gut, jetzt verschwindet er. Kann ich die Dinger eigentlich mit dem Bogen umhauen? Nee, kann ich natürlich nicht. Müssen wir mal hier so ein bisschen rumschauen, ne? Da unten ist noch so ein Drecksviech. Dass ich vielleicht mal treffen sollte. Und mir gehen auch langsam wieder die Pfeile aus. So. Ja, mal immer schön hier, ne, gucken, wo sind die Viecher? Der kann da unten halt auch nicht viel machen. Außer meinen Pfeilen ausweichen. So, den hätten wir. Ist hier noch irgendwo ein Loch, wo wir vielleicht was durchsehen können? Hier ist noch eins. Da sehe ich aber niemanden. Gerade. Weiß nicht, seht ihr jemanden? Ich sehe da niemanden. Ich sehe jetzt weiter keinen mehr, das heißt, uns bleibt nur noch ab durch die Mitte. Und ein herzliches Geronimo. So, jetzt haben wir uns natürlich hier ein bisschen... Bisschen arg in die Bredouille reingesetzt. Aber gut. Solange die Viecher hier schön brav weiter einzeln kommen, sollte das kein großes Problem sein. Wir haben zumindest mal kurz einen kleinen Safe Spot.
Und der weiß auch nicht so genau, wie er herkommen soll, anscheinend. Ist ja sowas von schade. Ach, fuck. Gut, ich kann den so nicht mehr treffen. Aber da kommt er wieder. So. Gut, dann hauen wir jetzt erstmal hier das Viech um. Lumps. Die kann ich abwehren, die Dinger? Hab ich den gerade abgewehrt? Da ist noch ein Fackelträger. Na komm her, du. So ist brav. So. Hat sie eben noch was gesehen? Da hinten ist noch einer. Na, der weiß auch nicht, wo ich bin, ne? Ja, ich könnte mich jetzt natürlich auch hier noch weiter vorne trauen. Ne, aber... besteht die Gefahr, dass mich die Viecher hier treffen. Oh, und natürlich immer noch ein bisschen aufpassen hier. So. Alles klar, den hätten wir auch. Ist da hinten noch so eins? Und du noch. Sagen wir jetzt mal, diese Viech, diese anderen Spieler hier, die machen mich immer noch fertig. Und mir gehen die Pfeile langsam aus. Ich muss jetzt mal ein bisschen sparsam mit den Pfeilen umgehen. Und mich vielleicht auch mal hier ein bisschen umgucken. Hier sind sehr, sehr viele von diesen Drecksviechern. Twinkling Titanite. Der hatte wohl irgendwie einen AI-Bug. Anscheinend. Und hier hat sich jemand verkalkuliert. Da vorne noch das Viech über Fernkampf. Notfalls habe ich bestimmt noch ein paar andere Pfeile dabei. Hoffe ich doch mal. Das gibt's doch echt nicht. Dieses Drecksviech bewegt sich auch so weg, dass ich es gerade nicht kriege. So. Die sind auch wirklich überall noch, ne, Messages. Stirbst du wohl? So. Zack, was hast du mir? Pointless. Pointless sagt es mir. TSU. Good luck. Warum good luck? Ist doch kein Mimik, ich hab doch gerade gegengehauen. Petrified something, naja, super. Das hat sich gelohnt. Hey, ich sehe gerade irgendwie nicht, wo es weitergehen sollte. Muss mit dem Petrify ein bisschen aufpassen. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass es hier gleich sehr, sehr schmerzhaft wird. Gut. Hilft ja nichts. Okay. Immer schön brav. Ja, jetzt gehen wir gleich die Pfeile aus. Okay, jetzt müssen wir mal ganz fix gucken, ob wir noch bessere Pfeile haben. Beziehungsweise noch irgendwer. Wood Arrows haben wir noch. Magic Arrows haben wir noch. Fire Arrows haben wir noch. Dark Arrows haben wir. Ja, das passt doch. Lacerating Arrows. Also Arrows sollten uns so schnell erstmal nicht ausgehen. Und eine E-Mail abkommen. Da vorne sieht nach einem Boss-Fog aus. Das sieht sehr nach einem Boss-Fog aus. Ich wünschte, hier wäre noch irgendwo ein Bonfire vorher.
eigentlich müsste, so wie ich das Spiel kenne. Na, du weißt auch nicht, ob du kommen sollst oder nicht, ja? Nehmen wir dir mal die Bürde des Entscheidens ab. So, diese kleinen Viecher will ich natürlich mit dem Bogen ausschalten. So. Jetzt habe ich auch noch daneben geschossen. Ja, vier Pfeile hier noch. Vielleicht reicht natürlich nichts, weil ich mir da daneben sammel. Nehmen wir mal die Wood Arrows jetzt, das sind noch genügend, die wir da haben. Ja, gut, 54 Damage. Ist jetzt zwar nicht so die Welt, aber. Sag mal, bleibst du mal stehen, du Drecksviech, ey? Also, wenn ich hier unten die ganzen Viecher ausgeschaltet habe, dann hoffe ich doch, dass hinter diesem Foggate da nicht ein Boss wartet. Und fuck it, da kommen zwei. Aber der eine ist dumm genug, sich backstabben zu lassen. Und der andere vielleicht auch noch. Ja, der andere ist auch noch so dumm. Super. Ragdoll. What the fuck? Das Viech hier auch noch. So. Hau mal mit Lightning um. Zack. Gut, also ich tippe mal. Ein Bonfire wäre hier natürlich. Be wary of trap. Das sieht dann Trap aus. Was ist hier? Pointless wahrscheinlich. Dead End, super. Trio Head! Super. Das ist super, Ember Herb. Nochmal rein. Okay, wir versuchen das jetzt mal zu schaffen. Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt erwartet. Ich habe wirklich keine Ahnung. Afflicted Grave Robber. What the fuck? Wow. Ja, das ist wahrscheinlich ein. Oh, fuck. Das ist ein Boss, Leute, da ist es wahrscheinlich dann etwas besser, wenn man. Der ist wahrscheinlich als Koop-Boss ausgelegt. Jetzt mal schauen, dass man hier ein bisschen Abstand erstmal reinbekommt. Wow. Der sieht nach Mira aus, ne? Jetzt gucken wir mal, dass wir hier die mal ein bisschen separated bekommen. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn ich da runterfalle. Aber wenigstens kriegen wir nochmal ein bisschen Backstep hin. Wow. Und der Penner hat eine Estus. Lass mich verarschen. Wow.
Der Penner hat eine Est. Oh, fuck. Glücklicherweise habe ich auch eine Estus. Oh, fuck. Also, der Bosskampf hier, der ist heavy. Krieg ich die irgendwo. Irgendwo ein bisschen separated. Oh fuck, dem hätte ich ausweichen müssen. Ja, das kann jetzt noch ein Momentchen so dauern. Muss ja erstmal gucken, dass ich die so ein bisschen hier separated bekomme. Sonst, wow. So. Zumindest den occasional Backstep kriege ich noch hin. Solange der Penner jetzt gleich nicht wieder eine Estus frisst. Immer schön in der Nähe bleiben. Wow. Wow, fuck. Dann nimmt er wieder den Estus. Sobald ich außerhalb der Range bin, nimmt er den Estus. Die ihn natürlich auch recht gut. Aua! Verdammte Scheiße, ey. Boah! Puh. Pures Glück gerade, ey. Boah, fuck. Und da kommt der Fall von hinten. Boah, fuck it. Gut, dass die Animation so lang dauert. Aua, jetzt muss ich echt langsam ein bisschen aufpassen. Boah. Also der Bossfight hier ist heavy, ey. Das ist echt heftig. Vielleicht sollte ich erstmal gucken, dass ich den Ranged Penner hier ausgeschaltet bekomme. Boah, der Ranged Penner haut auch heftigst im Nahkampf rein. Wirklich heftig. Wahrscheinlich krieg ich gleich wieder einen Pfeil in den Rücken. Natürlich. Der nimmt erstmal Abstand. Boah. Also Leute, ich bin mir nicht sicher, ob ich den noch gewinne. Wahrscheinlich eher nicht. Ich tippe auf mein Ableben. Ein baldiges. Wenn ich ja wenigstens den Ranged Penner hier schon mal rausnehmen könnte. Wow. Wenn ich ja wenigstens den Ranged Penner rausnehmen könnte. Ja, das ist ja momentan erstmal nicht da, aber es sind immer noch zwei. Ne? Wow, da wäre es natürlich besser, wenn ich schon einen rausgenommen hätte. Ne? Wenn das nur zwei wären, hätte ich weniger ein Problem. Vor allen Dingen ist es schwierig, alle drei vor mir zu behalten. Wow, diese dreckigen Pfeile aber auch andauernd. Wow, und wenn ich mich wohin stelle, wo mich der Ranged nicht sehen kann, dann bin ich natürlich... Fuck. Gut. Das war's, ne? Aber auch das Hinkommen zu dem Bosskampf ist ja mal heftig. Wow, also das, ob ich da nochmal so easy hinkomme... Fraglich, fraglich. Naja, müssen wir jetzt erstmal unsere Ringe reparieren. Und neue Pfeile kaufen. Ganz, ganz wichtig. Ganz oben auf der Agenda. Ringe reparieren, neue Pfeile. Ich habe 3 Sunlight Spears. Wieso habe ich dann 3 Sunlight Spears? Achso, ja, stimmt. Re... P...
Per. Und 1 und 2. So, dann brauchen wir Life Gems noch ein paar. ...77 ist ein bisschen viel. Nehmen wir vielleicht mal 20 noch mit. Thanks. Und gehen dann zu McDoof oder zu Villager? Ist eine gute Frage. Ach komm, gehen wir erstmal zum Kingsgate, ne, zu Villager. Und schauen erstmal, ob wir vielleicht ja noch ein paar Lightning Arrows da. Beziehungsweise wir gucken mal, wie viel. Entschuldigung, ich habe gerade irgendwie so ein bisschen. Ich weiß auch nicht, ich habe so ein bisschen das komische Atembedürfnis. So. Stirb. Wildes Rumkloppen muss ab und zu auch mal sein. Ja, ihr könnt ruhig mit eurem Schritt weitermachen. Vor allem, dass er nochmal aufsteht, finde ich ja schon beachtlich. So, mein Freund. Oh Mann, das ist so ein Bärpenner, ey. Wie die Viecher leiden kann. Kriegt man aber auch. Ah, jetzt habe ich einen Wechsel. So läuft das. Ich bin irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich bin zu unvorsichtig mittlerweile. Ja gut, bei dem Boss, ne, da ist es dann natürlich. Ist natürlich so ausgelegt, dass man. Ja. Dass man natürlich dann ein bisschen. Brauche ich nicht. Wie viel kann ich? 399? Ach komm. Nehmen wir nochmal 399 Lightning Arrows mit. Aufgeschissen. Oh, der hat sogar hier das Repair Powder drin. Das ist nice. Das ist natürlich nice. Da haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal genug Pfeile. Müssen wir jetzt nur mal gucken, ne? So, erstmal equippen natürlich. 402. Also das reicht ja natürlich auf jeden Fall. So. Ja, bevor wir jetzt halt nochmal da reingehen. Auch hier gibt's ja noch ein drittes Monster. Würde ich einfach mal sagen, wir gehen runter zu den Imperfects und schauen mal kurz an, wie es da so weitergeht. Ne, ich bin mir da jetzt auch nicht ganz so sicher. Du Viech. Das trifft mich auch noch, das Ding. Warum trifft mich das denn noch? Ich sag ja, ich werde echt unvorsichtig. Und jetzt hört das Lock-on auf einmal auf. Jetzt wollen sie mich aber verarschen. So. Fuck. Das hätte ich kommen sehen müssen. Das hätte ich echt kommen sehen müssen. Ich werde echt unheimlich unvorsichtig gerade. Na komm. So. What? Ja, da hat er wahrscheinlich gerade sein Imba-Gedöns bekommen. Jetzt muss ich hier ernsthaft nochmal durch diese Viecher durchkämpfen. Na, gibt's hier mal einen Lightning-Damage-Überdosis. Und der castet hier einfach schön seine Orbs weiter. Wow. Das war ein knappes Ding, ey. Wow. Fuck you. Was war das denn gerade? Also, Leute. Ist irgendwie. Also jetzt gerade ist der Wurm drin. Jetzt gerade ist der Wurm drin. Ist der Ring auch noch gebrochen? Ah, nein.
Nein, wir haben ja noch einen. Wir haben ja noch einen. Es ist trotzdem ärgerlichst. Wirklich ärgerlichst. Vor allem, dass ich das Geld jetzt nicht habe zum Reparieren. Aber gut. Vielleicht nehmen wir einfach mal einen Sunlight. Der hat mich schon gesehen. Und es trifft mich einfach. Mich die Scheiße einfach trifft. Wo kommst du jetzt? Da kommst du. So, was hast du vor? Was hast du vor, Arschkrampe? Na, super. Und jetzt kommt wahrscheinlich wieder Biss, ne? Bist du bissig? Ja, ist er. So. Na, wenigstens machen wir mit Sunlight Blade hier noch ein bisschen Damage. Ah, es nervt mich, dass ich mich hier schon wieder durchkämpfen muss. Aber ich fürchte fast, es geht nicht anders. Ja, der hat mich auch schon wieder gesehen. Und natürlich macht er wieder den Jump. So. Ah! Wow. Puh, Entschuldigung. Entschuldigung. Das habe ich jetzt. Den habe ich gerade echt nicht gesehen. Fuck it. Oh, Kacke. Ah, oh, das tut mir jetzt echt leid. Da ist einfach. Scheiße, ist da der Wurm drin. Kacke, kacke, kacke. Es würde jetzt reichen, nochmal zurückzugehen und den nochmal zu reparieren, den. Warum habe ich das jetzt gemacht? Es reicht, um nochmal zurückzugehen und den zu reparieren, den Ring, aber. Wir gehen jetzt mal auf Nummer Risiko hier, ne? 2, 1, Risiko. Und pfeffern dem Pennerviech jetzt einfach mal hier. Das Ding um die Ohren. Na? Pennerviech. Was war das? Fuck it. Jetzt willst du mich aber verarschen, ne? Und jetzt hört natürlich auch wieder meine Zielerfassung auf. Das kann's ja wohl nicht wahr sein, ey. Was baue ich denn gerade für eine Scheiße hier? Gute Güte. Gute Güte, ey Leute, das tut mir jetzt wirklich leid, also. Ich hab's jetzt wirklich länger nicht, eigentlich ein bisschen schon wirklich nicht mehr gespielt, aber. Dass es so hart ist, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Und schon wieder trifft mich das Drecksding. Na komm. Wow. Und der Sprung und zack, bist du tot. So. Gute Güte, ey. Ich will jetzt ja gerne durchlaufen, aber das bringt ja jetzt auch nichts. Vor allem so unsere Ringe hinüber. Ich gehe jetzt erstmal Ringe reparieren. Schon wieder. Die ganzen schönen Seelen, alle für den Arsch. Kelle. Aber gut, ich habe mich auch ernsthaft selten dumm angestellt. Ne? Muss man echt dazu sagen. Wirklich selten dumm angestellt und. Ich verdien's nicht. Ich verdien's echt nicht, da jetzt durchzukommen. Das war schon wirklich nicht ganz so intelligent. Das muss ich echt zugeben. Aber gut. So, wenigstens die repariert. Vermenschlichen wir uns doch nochmal. Wir haben sogar genug Human Effigies. Und dann steigen wir in der nächsten Episode hoffentlich mal noch etwas besser ein
Und kriegen dann auch mal ein bisschen wieder was gebacken, ey. Auf jeden Fall, macht's gut, bis dann. Tschüss.